Armutsfalle, private Krankenversicherung, Beiträge für Privatversicherte explodieren im Jahr 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben ja angekündigt, dass die Zusatzbeiträge im Jahr 2025 um bis zu 0,8 Prozentpunkte steigen sollen. Gleichsam auch die Beiträge zur Pflegeversicherung, zur gesetzlichen Pflegeversicherung auch nochmal ansteigen sollen. Seit Jahren kennen die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung nur noch einen Weg nach oben. Gleiches kann man auch von den monatlichen Beiträgen der privaten Krankenversicherung sagen. Und der Verband der privaten Krankenversicherung hat mitgeteilt, dass die privaten Krankenkassen im Jahr 2025 für rund zwei Drittel ihrer Versicherten die Beiträge im Schnitt um 18% anheben werden. Sie müssen sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch da, meine Damen und Herren, gehen die Beiträge jedes Jahr gefühlt ganz massiv nach oben. Für einen privatkranken Vollversicherten mit einer Monatsprämie von 500 Euro bedeutet das dann ab 2025 im Schnitt 90 Euro mehr. Das Leben in Deutschland, das kann ich nur sagen, auch für diesen Personenkreis wird immer teurer. Viele private Krankenversicherte können die Beiträge kaum noch aus eigenen Kräften zahlen. Leidtragende dieser ganzen Misere, das erleben wir ja sehr, sehr häufig auch in unserer Rechtsberatung in der Anwaltskanzlei von Rentenbescheid24.de, dass Rentnerinnen und Rentner die gestiegenen Beiträge in der privaten Krankenversicherung oft nicht mehr zahlen können und dann in den sogenannten Notlagentarif wechseln müssen. Ja, meine Damen und Herren, der Spitzenverband oder der Verband der privaten Krankenversicherten teilte im Übrigen auch mit, dass die Beiträge im Schnitt im Jahr 2025 im Schnitt für alle privaten Krankenversicherten monatlich bei rund 623 Euro liegen. Wir haben in unserer Kanzlei auch schon Fälle gehabt, Rentnerinnen und Rentner, wo Beiträge von über 1000 Euro und mehr schon monatlich anfallen. Das ist wirklich eine schlimme Entwicklung. Die private Krankenversicherung argumentiert so, wie ähnlich auch die gesetzliche Krankenversicherung. Da ist ja die Entwicklung auch ähnlich, dass die Beiträge nur nach oben gehen, dass praktisch es Preistreiber in der gesetzlichen Gesundheitsvorsorge oder in der gesetzlichen Gesundheitsversicherung gibt. Und diese Preistreiber sind eben die Kosten der Krankenbehandlung, die Kosten der Demografie, Arzneikosten und vieles mehr. Und das zwingt die private Krankenversicherung ebenso oder gleichsam so wie die gesetzliche Krankenversicherung, die Preise zu erhöhen. Ich finde 18% im Schnitt, das ist wirklich viel Geld, das ist wirklich deftig. Und ich bin mir sehr sicher, wenn Sie dann wieder dieses Video und auch unseren Textbeitrag dazu auf rentenbescheid24.de hören und lesen, werden wir wieder sehr, sehr viele Anfragen bekommen von Rentnerinnen und Rentnern, die aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln wollen. Ja, meine Damen und Herren, das ist wiederum ein völlig anderes Thema. Und wir wissen auch, dass der Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung für Menschen, die über 55 sind, deutlich schwieriger ist als für die Leute, die unter 55 sind. Da ist es häufig noch viel einfacher, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Ich finde, meine Damen und Herren, das kann alles so nicht mehr weitergehen. Private Krankenversicherung und gesetzliche Krankenversicherung müssen vereinheitlicht werden in eine Bürgerversicherung in Deutschland. Die Preistreiberei in der gesetzlichen Krankenversicherung muss mit diesem ersten Schritt ein Ende finden, denn viele Menschen in der privaten Krankenversicherung können sich die PKV-Prämien monatlich schlicht und ergreifend nicht mehr leisten, weil zum Beispiel die monatlichen Renten einfach gering sind und auch mit dem Preisanstieg 18% einfach nicht mithalten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.